Jemand, Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer Sonderrunde, heute mal an diesem Abend. Und wir schauen uns heute mal Fossil Fuel Nummer 2 an, die Demo, denn es ist mit Dinos, bevor wir beim darauf folgenden Mal wieder mit einer weiteren Vollversion durchstarten. Und darum gibt es heute mal Dinos. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auf einer Art Forschungseinrichtung und dann ist wieder irgendwas anderes. Auch mit Wasser und ja, soll sehr unheimlich sein. Ist wie gesagt, eine Demo ist noch in Bearbeitung. Und was gab es jetzt noch zu erwähnen? Ja, es gab natürlich irgendwann mal den ersten Teil. Genau, durchqueren Sie überflutete nichtlineare Basis des Sierra Research Institute, verfolgt von riesigen Dinosauriern mit 12 Stunden FPS, Überlebenshorror und prähistorischen Feinden. Können Sie die Natur überlisten und entkommen? Nein. Das hält uns aber nicht ab, es trotzdem zu probieren. Mal sehen, wie es ist. Mensch, Iris, ich grüße dich. So spät noch. Halleluja. Wie geht's? So, ja, okay. Da war am Anfang eine kurze Auswahl mit verschiedenen Dino-Namen und ich habe dann einen gewählt. Den in der Mitte. Ich hoffe, das war normal und nicht extrem tödlich. Ansonsten werde ich es bestimmt gleich merken. So, viel Spaß. Müde ansonsten, okay, alles klar. Die Klassiker wieder. Neues Spiel. Ah, hier können wir nochmal auswählen. Du bist ein Gelegenheitsspieler und willst ein Spiel, das dich in der Hand hält. Sie können unbegrenzt speichern. Sie wollen eine ausgewogene Erfahrung, das sie herausfordert. Spielen Sie das Spiel, wie es gedacht ist. Das ist nicht Ihr erstes Rodeo. Die Munition ist begrenzt und die Feinde werden gebufft. Okay, also das wäre eigentlich mein Standard. Das ist aber eine Demo und die Zeit und ich will ja nur mal gucken. Haha, tolle Ausrede. Los geht's. Ja, und ich bin echt bekloppt. Ich komme natürlich nicht mehr erwarten, bis das Geld da ist und musste mir schon 2 DLC von Hausflipper holen. Das sind Farm und Haustiere. Oh, das ist aber eine ordentliche Erweiterung. Ja. So, und da sind wir schon drin. Hier geht's los. Und das soll mit der Unreal Engine 5 gemacht sein. Dokumente lesen, aha. Oh. Einsatzbesprechung. Rückkehr nach Sierra. Operator. Sierra EMC Alpha. Zeitplan für den Betrieb. Abflug 20. Juli. Sitkin Island. Ankunft 23. Juli, Zielsetzung, Erkundung des Sierra Forschungsinstituts, Wiedererlangung des Sierra Quellcodes, okay. Erwarten Sie eine Bestätigung der im Labor hergestellten Kreaturen aus erster Hand. Ja, aus erster Hand. Seien Sie äußerst vorsichtig. Sierra Einweisungsdokument hinzugefügt, okay. Nicht schlecht. Oh, der Regeneffekt sieht gut aus. Oh, da haben wir schon den ersten Killerhai. Oh, ich habe eine Taschenlampe, cool. Gleich von Anfang an, das ist ja toll.
Warte mal, da gucke ich mal kurz hier. Cool. What? Wow. Ah, das erinnert mich an das Spiel von gestern. Megalodon. Boah, sind viele Typen. Strand durch das Schiffswrack stehen sie nun im Terror des Sierra Forschungsinstituts. Okay. Das mit dem Selberbauen raff ich allerdings irgendwie nicht so richtig. In einem Farmauftrag muss ich eine gewisse Anzahl an Flächen bauen und der zählt es nicht. Dass ich scheinbar irgendwas falsch mache. Gab es denn hier so eine Markierung? Wenn das dann grün ist, dann ist es richtig. Vielleicht ist es an der falschen Stelle abgestellt. Das Problem ist allerdings, dass man in den DLC nur immer ein begrenztes Budget hat. Ah, okay. Das könnte natürlich sein. Oha. Okay, von dahin sind wir gekommen. Oh, was haben wir hier? Tomahawk, eine Pfeife, die zu einer Waffe verarbeitet wird. Verursacht doppelt so viel Nahkampfschaden wie Nahkampfangriffe. Ja. Ah, Inventar. Okay. Ah, auf der 1, Nutzung, Untersuchung. Achso, ja. Okay. Aktueller Gesundheitszustand, aktuelle Rüstung. Ah, okay. Gesammeltes Jahre SSD, Fotopunkte, Zeit, Karte, 8 Dokumente. Oh, hier. Ah, okay. Cool. Okay, das sind wir jetzt direkt hier. Und dann hier so rum. Coole Sache. Interessant. Suche nach Überlebenden. Ah, okay. Oh, der schwankt aber ganz schön. Oh, ich kann sogar springen. Ja, manche Texturen sehen schon ganz gut aus. Aber man sieht natürlich schon. Wo noch zu tun ist. Körperpanzerung. Körperpanzerung verdoppelt deine Gesundheit. Regeneriert nicht. Okay. Yeah. Körperpanzerung hinzugefügt.
Endlich mal wieder was mit Dinos. Mann, 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 ey. Ja, aber ansonsten probier das mal aus mit dem Hinstellen. Normalerweise muss das dann schon gezählt werden. Vielleicht ist es auch beim Neustart dann weg. Gib mal Bescheid, ob es geklappt hat. Warte mal, hier war da noch irgendwas, oder? Hier, siehst du? Was ist das? Kamera, eine Kamera, die Fotos machen kann, um Punkte zu sammeln. Sammeln Sie genug Punkte, um Erfolge freizuschalten. Die Batterie muss mindestens 30% betragen, um verwendet werden zu können. Aha. Ja. Hinweis: Für das Aufnehmen von Fotos erhältst du Punkte. Interessante Icons werden angezeigt, wenn die Kamera ausgerüstet ist. Enthält die Demo. Enthält keine Erfolge. Achso. Der Akku der Kamera wird wieder aufgeladen, wenn er nicht benutzt wird. Okay. Fotoaufzeichnungen. Unsere zweite Aufgabe besteht darin, Fotos zu machen und unsere Begegnung mit Sierra Research Institut zu dokumentieren. An die Gruppenleiter wurden robuste Digitalkameras verteilt. Bilder von lebenden Dinosauriern werden mehr Anerkennung finden als Tote. Wir wollen auch den Bestand der Ausrüstung dokumentieren. Machen Sie so viele Fotos wie möglich, wie nötig. Die Kameras haben wieder aufladbare Batterien. Denn Maximus. Okay, cool. Ich eigentlich noch eine Taschenlampe? Tatsache. Naja, das kann schon was werden, das Spielen. Ja. Kann ich machen. Ich habe jetzt allerdings ein Profil was gemacht, in dem ich komplett neu angefangen habe und erste Häuser kaufe und verkaufe, wenn ich alle DLCs soweit durch habe, dass alle freigeschaltet sind. Natürlich habe ich bei meinem Hauptprofil schon reingeschnuppert. Okay. Ja, kannst du so machen, genau. Mach das so. So, was haben wir hier? Hinweis: Diese alten Ketten können wahrscheinlich gebrochen werden. Schauen Sie dich nach etwas, was du benutzen kannst. Aha. Ja, klar. Gut, dass ich das eingesammelt habe. Aha. Hier kommt die Sierra-Basis ins Spiel. Ja, sieht ganz so aus. Ja, hier waren auf jeden Fall schon einige. Ein Ventil, das zu etwas führt. Okay. Hinzugefügt. Ja, das nehmen wir mal mit. Da. Ah. Grün.
Ah. Ach so, Moment. Ach nee. Oh, da oh, die Zeit läuft jetzt schon. Das ist ja blöd. Hä? So. Aha, na gut. Oh, jetzt geht's auf. Hätte noch geklappt. Gut. Ja, na klar. Erkunden Sie die Überreste der Sierra. Oh, super. Okay, wo sind wir denn jetzt hier genau? Ich mach mal Licht an. Schon besser. Hier geht's raus. Ey, Wasser, super. MS Map. So, wie ist denn das jetzt hier? Wir sind jetzt hier. Ah, genau. Ich gehe jetzt hier lang. Achso, ich muss da ein bisschen. Ah, ich verstehe. Aha. Irgendwas in der Ecke. Oh, da können wir nicht durch. Das Dampf ist hier. Hinweis: Wasser befindet sich auf der anderen Seite dieser wasserdichten Tür. Vielleicht kann es abgelassen werden. Das ist ja wasserdicht. Wir sollen uns die Silo Überschwemmungswasser ablassen. Wasserventil 1, 2 und 3. Ah, okay. Hinweis: Heißer Dampf bringt Sie schnell um. Finden Sie eine Möglichkeit, ihn abzuschalten. Schalten Sie den heißen Dampf aus. Was steht da? Museum? Dampfsteuerzimmer. Aha. Lass mal speichern. Nachdem ich das gelesen habe. Wir haben jetzt keine Möglichkeit zu fliehen. Der Strom ist seit Tagen ausgefallen. Es gibt drei Druckventile, die diesen Teil der Basis entleeren können. Aber sie sind jetzt im Silo unter Wasser. Oh. Wenn jemand seinen Atem lange genug anhalten kann, könnte er sich schwimmend erreichen. Taylor Sierra Technik. Oh, toll. Du, 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 du. Oh no. Nee, das heißt, hier kommen jetzt schon Dinos. Das ist jetzt nicht so toll. Ich kann da nicht so schnell rennen wie die. Ah, oh, hier ist schon bestimmt Jumpscare. Gefangener Raptor. Es ist uns gelungen, einen Raptor in der Dampfzugangshalle einzusperren. Wir haben den Weg verbarrikadiert, damit er nicht entkommen kann. Das Dampfdruckregelventil ist leider mit eingesperrt. Och nee. Ja, glaubst du nicht, dass der Raptor hier durch kann?
Sieht so aus, als wäre gerade jemand hier drin gewesen. Vielleicht ein Überlebender des Schiffs. Ja, oder ein Raptor. Dampfsteuerung Zimmer. Oh Gott, hier sind alles voller Gratspuren. Naja, Licht. Oh shit. Oh Gott, hier geht's um die Ecke. Ist hier? Ja, auch. Aha, Da kann ich auch da lang gehen. Da ist, glaube ich, die Tür. Hey. Ja. Okay, hier kann ich mich wieder verstecken. Oh, hell no. Oh, der schläft. Einen Raptor sollte man niemals wecken. Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Hey, wieso kann ich. Kann ich hier nicht irgendwie. Ah, das kann ich doch benutzen, die Tasten. Wait, Moment mal. Hier, ach, das ist nur das Ventil. Oh, ich muss doch hier durch. Was? Ich muss direkt an dem vorbei? Also wenn ich hier durchkomme bei dem, dann heißt das, dass der auf dem Rückweg mich angreift. Naja. Oh, Utahraptor, okay. Ist der vom Titelbildschirm? Schleiche dich an schlafenden Gegnern vorbei. Geh in die Hocke, um still zu sein. Presse C, in die Hocke zu gehen. Ja. Das macht ja nicht so viel aus, aber hey. Selbst wenn er mich nicht hört, dann riecht er mich. Der guckt schon gemein, selbst wenn er die Augen zu hat. Dampfdrucker. Ja gut, jetzt mache ich hier super viel Krach. Soll ich denn da abhauen, wenn ich zurückgehe? Ah, Museum. Cool. Komm mal rein jetzt. Abgehakt, ja. Ja, das ist gut. Okay. Aha, du.
Wir sind also lebensmüde. Ja. Ah, das ist cool, das wird dann auch scharf. Ne. Ma! Oh! Alter Schwede. Oh, jetzt muss ich gleich nochmal zurückgehen, ob der hier noch liegt oder ob das noch ein anderer ist. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Tatsache, das ist der gewesen. Hat er sich hier ein Nest gebaut? Ah! Oh! Alter Schwede! Oh! Oh, du Drecksvieh! Oh, hab ich mich erschrocken, holy hell! Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne, ey. Wow, ey, das war richtig gut. Schreck das nach, welcher war es denn wohl? Der steht einfach so da. Jesus, ey. Drecksvieh, das ist bestimmt ein süßer Pflanzenfresser. Ja. Boah. Okay, es speichert. Da knallt er da durch und dann steht er einfach da. Ja, so machen die das eiskalt. Okay. Ja, wir müssen erstmal hier zum Museum. Ja, bis wir dann wahrscheinlich Waffen haben oder so, ist es erstmal so, dass wir die vermeiden müssen. Weil wir können ja nichts machen. Ziele Überschwemmungswasser ablassen, ja. Science finds a way. Sierra Research. Zum Silo. Hä? Ach so, das ist dieser Übergang. Oh. Spinosaurus. Utahraptor. Ja, die Bilder sind echt cool. Oh wow, hier gibt es auch einen T-Rex im Spiel. Krass. Nice. Oh. Also hat er auch, ich habe ja auch gespeichert, da können wir an einer anderen Stelle nochmal weiterspielen, ist auch cool. Mhm. Doch, macht schon guten Eindruck.
Ist alles überschwemmt. Wahnsinn, wie groß der Schädel ist. Fehlt hier einer? Kommt hier einer hin? Oder hat er sich den Weg gemacht? Triceratops-Knorre. Ein ausgestelltes Fossil, damit kann man nichts anfangen. Ja, ist dasselbe. No, Taschenlampe. Hallo. Kein Geheimgang. Geheimer Müll. Schon ein paar T-Rex-Köpfe. Oh no, was ist hier passiert? Ja, okay. Ein leistungsstarkes Funkgerät mit kurzer Reichweite, das die Betonwände von Sierra durchdringen kann. Jack, you survived. The mission is still on. Find the Sierra source code hard drives. Keep your eyes open. I don't want any surprises. Hinweis: Finden Sie den Sierra Quellcode und geben Sie den Aufzug ein. Verstehe. Geben Sie den Aufzug ein. Muss kein Dino gewesen sein, sondern das. Ach so. Ja. Blaue Schlüsselkarte. Oh. Vorher sah es aber schöner aus. Was war das? Ah. Schrotflintenpatronen, 12 Kaliber Munition für die Schrotflinte. Ah.
Ein Schrotflinte, der muss schon sein. Von der anderen Seite verriegelt. Ah, okay. Na, Hauptsache, da kommt keiner runter. Moment mal, wo bekomme ich jetzt die Schlüsselkarte her? Aha. Das fragst du dich jetzt erst? Nee, schon vorhin. Ah, untersuchen. Roberto Perez, ein Mitglied des PMC Alpha. Sie kannten diesen Mann. Was ist mit ihm passiert? Oh nein, Perez. Oh shit. Oh, tut mir leid. Wo ist die Karte? Hier oben gibt es keinen Durchgang.
Ja, gute Frage. Da komme ich doch aber gar nicht hin, da oben. Tja, hier ist alles zu. Damit kannst du nichts anfangen, okay. Tja, dann kann ich ja nur zurückgehen. Hinweis, bald sie Luft im Auge auftauchen, wenn die Luft knapp wird. Ja, wenn wir es. Wenn wir es können. Oh Gott, was? Oh, nee. Ja. So, warte mal, bin ich jetzt in einem anderen Bereich oder?
Aha. Und die 2 und die 3. Ah. Oh, shit, shit, shit. Was? Wie soll ich mich da verteidigen? You are extinct. Verdammt. Ja, wie konnte ich da überhaupt ausweichen? Ja. Aber da muss es doch so einen anderen Durchgang sowieso noch geben. Hier ist noch der eine. Okay, der Weg fühlt sich so an, als würde man eigentlich woanders hingehen, kommt aber irgendwie an derselben Stelle raus. Sollte es klappen. Jawohl. Ah. Okay. Ah, hier ist der Fisch. Boah! Guckt euch den Anglerfisch an. Tja. Sehr, sehr schön. Gut. Ma. Das können auch Arme sein. Ah. Mehr? Ist es jetzt mehr oder ist es... Da können wir, glaube ich, nicht rüber, oder? Bin ich denn durch? Ne, das geht nicht. Oh, ich kann doch hier, okay. Boah. Wow.
Ja, können wir also doch was machen. Komm, ich werde dich mal erlösen. Zeug. Ah, komme ich gar nicht hoch. Cool, sind wir wieder oben. Und da können wir jetzt mal durch diese Tür gehen. Aber vorher. Oh. Durchspeichern. Flip System Breaker. Okay, was sind das hier alles? Zugangstunnel zur Unterwasserbeobachtung. Ah, hier Schlösser knacken. Anderen Seite. Ui. Biozugang. Ach so. Aber wie haben die da die Dinos zurückbekommen? So, was sagt denn die Karte? Ist das hier? Achso, das ist der Breaker. Okay. Ich wäre Industriemaschine, es muss ein Vermögen gekostet haben, diesen Ort zu bauen, ja. Wasserschaden. Was? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass mir Ventur die Knochen wehtun. Oh, ja. Dann ruhig halten. Knochen, Schmerzen sind nicht gut. Fehler und erweitertes Lern- und Optimierungsnetzwerk. Die KI der Basis ist abtrünnig geworden. Nach dem Stromausfall und der Aktivierung der Notstromaggregate hat Elon ein blutrünstiges Protokoll angenommen, das die entkommenen Anlagen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen heftig verteidigt. Obwohl es mir gelungen ist, es zu deaktivieren, ist nur die Hälfte unserer Systeme nicht mehr funktionsfähig. Ein Neustart der Elon erfolgt auf eigene Gefahr.
Da aber sehr Bauengineering. Ah, okay. Diese Computer sehen uralt aus. Warum sollte es ja sie benutzen? Vielleicht aus Sicherheitsgründen? Hm. Ich muss wieder verstecken. Ein Sierra-Mikroskop, was für eine Art von Forschung wurde hier betrieben? Das nützt nichts. Ja. Aha. Wenn alles gut geht, sind wir morgen damit fertig. Ansonsten muss ich Montag die Liste zu Ende schreiben. Ah, okay. Ja, macht man ganz normal durch. Hier ist schon der Quellcode. Was ist denn hier nochmal? Das Hauptsystem? Das ist Hauptsystem, okay. Okay, umgeschalten. Online. Was ist hier überhaupt? Gibt es hier was Interessantes? Das wäre natürlich ganz cool. Sie müssen, Hinweis, Sie müssen einen Dietrich. Sie müssen einen Dietrich, okay. Achso, was? Nee, nee. Ich habe aber keinen. Ich habe nur diese coole Waffe hier. Ja, wird schon gut gehen, was? Was? Boah. Boah. Na. Oh. Good evening, Doctor. Oh, I see you're not the doctor. Running diagnostic, it would appear that we have catastrophic containment breach and flooding in all levels. Implementing additional lockdown measures. I'm sorry, intruder, but I cannot allow you to leave. Ich bin kein Intruder. Böse Maschine. Oh, hell no. Das habe ich doch erst aufwendig aufgemacht. Warum machst du das? Oh. Du bist entweder zu schnell oder zu langsam. Tja, entweder oder. Hat er mich ja eingesperrt, der Verrückte. Was war denn das? So, warte mal, das heißt. Keine Ahnung, was das heißt. Ist das die eine Seite?
Oh Gott. Oh no. Na! Ah! Oh! Alter Schwede! Oh! Velociraptor, verdammtes Drecksvieh! Oh, ich hab schon drauf gewartet, ey, Mann! Das ist schon ein ganz schöner Größenunterschied, ne? Utahraptor und der jetzt hier. Uiuiui. Oh Gott, was ist mit dir passiert? Hallo? Oh, jetzt muss ich anfangen zu schießen. 9mm Munition, ein Magazin aus 9mm geschossen. Abholen. Enter Messer. Ja, das kann man schon als Enter Messer bezeichnen. Eine halbautomatische Handfeuerwaffe, die 9mm Kugeln abfeuert. Hinzugefügt. Kann ich das auswählen? Kombinieren? Aha. Kombinieren. Nice. Was war denn das nochmal? Also Schrot. Ja. Was ist das? Also. Aha. Okay. Yay, schießen. Wow. Ach du Scheiße! No! Oh wow, du warst das. Oh, da hast du schon Gefieder. Ah, sieht schon böse aus. Erst darauf warten und dann erschrecken. Ja, genau so ist es. Ja, das Untersuchen macht schon Spaß, hier zu gucken. Ah, das geht hier rum. Ja. Das ist der ganze Bereich, den ich hier abgesucht habe, ja, ne? Ja, das ist ja auch, wie gesagt, vertraut machen mit allem. Ich weiß nicht, ob das immer so ist mit dieser Überraschung, mit dem Zeitlupeneffekt. Was? Oh. Mehr Munition, ja. Müssen wir mal gucken, ob irgendwo was rumliegt. Dass du schon drauf gewartet hast, ist mit im Clip drin. Achso, ja, gut. Ja, cool. Biotechnik, nur Freigabe. So, warte mal, ich kann ja hier. Supply, also. Hä? Ach hier. Bebend. Cool. What, was jetzt passiert? Dies zu fotografieren könnte den Weg ebnen. Echt?
Achso, nee, Quatsch, warte. Gut. Nein, nein. Wegen dem Symbol. Sehen wir her. Aha. Tja. Kommen wir jetzt so hier nicht durch. Ja, aber wie kann ich denn das? Habe ich hier irgendwo ein Fotopunkte keins? Ja, aber ich habe doch ein, ich hab noch ein Foto gemacht. Ah, da siehst du. Aha, interessant. Oh, die kann ich auch. Ach du Scheiße. Moment mal. Es wäre so mega fies, ich mache hier unten Licht an und dann kriege ich den Schock des Todes. Oh, warte mal, was haben wir denn hier so Tolles? Machen wir das Licht aus. Oh, warte mal, das ist Schrotpatronen? Nein. Schrotflintenpatronen, 12 Kaliber Munition für die Schrotflinte. Und das ist Schrotpatronen aus Magnesium, Geschosse mit Brandeffekt für die Schrotflinte besitzt, ersetzt die aktuelle Munition der Waffe. Oh wow, okay. Also Upgrade-Munition. Das ist echt cool. Aggression, Bonbon. Fang. Zitrone. Keine Widerrede. So. Aha, ersetzt die aktuelle Munition in der Waffe. Aha. Storage. Ja, noch. Noch habe ich ja genug. Vielen Dank. Medizin habe ich auch noch. Was ist das? Sicherer Raum. Ich habe mehrere sichere Räume auf der Basis eingerichtet, um auf Hilfe zu warten. Diese Räume sind für Dinosaurier unzugänglich. Das ist aber nett. Du kommst hier nicht rein. Der Hunger ist mein derzeitiger Widersacher. Ich hoffe, es kommt bald Hilfe. Philipp. Sierra Hausmeisterdienste. Bester Hausmeister auf dem Planeten. Hat er sich gut überlegt. Ah. Nice. Also nicht bloß die Grünen. Moment, die Grünen haben ja Inhalte, aber die Braunen sind halt für die Durchgänge. Achso, das ist das Symbol. Warte mal. Magnesium Shells.
Upgrade your current shotgun ammo with flame rounds from your inventory. Flame rounds can catch targets on fire and do big damage. Ja, für den Utahraptor auf jeden Fall. Was ist das für eine krasse Waffe? So, erstmal hier lesen. Cut Shells, the Sierra Tactical Shotgun. Oh. Has a secondary mode where two blades cut the shotgun shells. Cut shotgun shells have a very tight spread. Acting as a slug. Also sonst paar und dann ein bisschen gezielter schießen und treffen. Ja. Ich kann den nicht annehmen. Ja, leider nicht annehmen, da ich ihn dank der Prothese nicht... Oh, Mist. Oh. Aber wenn das alles abgeschlossen ist, dann kannst du bestimmt wieder einen Bonbon nehmen. Ja? Also natürlich sehr, sehr vorsichtig. Ja, oh, Mist. Die Sierra Tactical Shotgun hat einen sekundären Modus, bei dem zwei Klingen, die Schrotpatronen schneiden. Geschnittene Schrotflintenpatronen haben eine sehr enge Streuung und wirken wie ein Geschoss. Wohl wahr. Oh, gib her. Wow. Guck dir das an. So gucke ich mir die Gegenstände auch immer in Horror-Games an. Von allen Seiten. Ja, okay. Gleich mit Griff. Nice. Warte mal, wo haben wir die? Foto kann ich aber hier ablegen. Warte. Haben wir das hier? Schutz? Nee, warte. So. Oder? So hier, ja. Das ist gut. Und jetzt natürlich das Beste von allen, speichern. Super. Gut, dann haben wir das noch übrig und ja. Yeah. So. Oh, du siehst sehr lebendig aus. Da habe ich schon ein bisschen Schiss. Was? Presse was? Irgendwas soll ich pressen. Okay. Ach du Scheiße. Das ist doch kein Dinosaurier. Was ist denn das für ein Ding? Ist das hier die neue Xbox? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Musst du... Jupp, ja. Streng geheim, Goliath. Das Programm Homo erectus rex ist unser vielversprechendes Projekt, das ein großes Potenzial aufweist. Der verbesserte Prototyp der Goliath-Variante verfügt nun über giftige Fähigkeiten. Oh, toll. Und zeigt zudem bemerkenswerte Regenerationskräfte, die eine schnelle Heilung von Verletzungen ermöglichen. Dr. Harbour, Sierra Bioengineering. Du sollst was Sinnvolles erschaffen, Doc, und nicht so ein Scheiß, was alle killt. Oh, das ist der Quellcode. Ah, ja. Ein Laufwerk, das den Quellcode der Sierra Dinosaurier-Forschung mit dem Codenamen Fossil Fuel enthält. Ah.
Der Spielnamen des Spiels. Der Titelname. Oh oh. Hello, Intruder. You are in possession of Sierra. Wieso kann ich mich nicht bewegen hier weg? Hallo? I am therefore forced to take action. In front of you, you see one of our research subjects, a prototype variant of our Homo Rex. This mutant is not only strong, but poisonous as well. This variant is codenamed Goliath. He will hunt you no matter where you go. Good luck, Intruder. Are you kidding me? Oh nö. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, also. Ich dachte schon, es war ein Bug. Blöde AI, ey. Wollen Sie sich die Aufzugsschlüsselkarte? Blau? Was ist das? Einmal erworben können Sie einfache Türschlüssel. Ach so, Dietrich, ja. Ach, das kommt dann hier hin. Ach so. Und zwei haben wir gefunden. Aber das ist bestimmt wieder so ein Gegner, den du nicht von den Socken kriegst. So, aber ich denke, wir haben ganz gut gespeichert vorher. Haben sie das wieder mit Mensch-DNA verschmolzen hier? Wie kommt ihr überhaupt an so eine Dino-DNA? Also, ihr habt natürlich jetzt die Zeitreise geschafft. Obwohl, ich könnte jetzt nochmal, doch, ich kann jetzt nochmal speichern, weil, genau. Das mache ich jetzt. Coole Sache. Dann haben wir noch Medipack, cool. Okay. Aufzugsschlüssel. Wo ist denn das jetzt? Hier? Warte mal, kann ich denn überhaupt hier dann durch? Ich könnte ja versuchen bei der Tür. Wenn ich nicht gestört werde, weil... Das wäre sonst echt blöd. Oh, was zum Geil. Wow. Raptor. Nicht mit mir. Nein, die kann ich nicht kaputt machen. Hier wollte ich mal gucken. Ja. Aha. Drüt. Aha. Ah, hier geht's auch schon ab. Oh. Was ist das hier eigentlich im Gang? Och nö. Ist das der? Obwohl, ich kann ja wieder vorbeischleichen, ne? Oh, war das laut?
So riesig, ey. Schlaf schön weiter. Ah. Naja. Ich bin ganz leise. Ah, toll. Oh Gott, ey. Mach zu, mach zu. Ich finde es immer cool, wenn sich das dann so schließt. Ah, der kann ja trotzdem hier durchknallen. Museum geht's jetzt hier hin. Okay, warte mal. Aber hier war doch dann gar nichts mehr. Aber ich muss ja trotzdem. Warte mal, wo muss ich jetzt genau? Ich muss normalerweise hier runter. Ich komme hier lang. Ah, ich muss dann doch. Wo das rote Licht ist. Okay, alles klar. Ah, ja, genau. Das ist ja die Tür. Ja, nee, nee. Das. Oh, das ist alles klar. Jetzt ist er bestimmt wach. Nee? Okay. Okay, Lass mal darüber gehen. Naja. Gut, hat er nicht gehört, ja. Schön. Unter Wasserbeobachtung, Zimmer. Oh. Was? Hinweis Bullaugenkontrolle, Kontrolleventile. So, wir kommen da angeschwommen. Dunkleos Theos. Wundervoll. Was? Nein. Are you kidding me? Wie soll ich denn das schaffen? Okay, ich werde sowas von sterben jetzt. Hä? Was? Wie soll ich das machen?
bald, wie soll ich das in 20 Sekunden schaffen? Hallo? Kommt denn dieser Drecksfisch hier durch? Ah, hier hinten liegt noch was. Nee, was ist das? Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, gerade noch so, da war er schon. das war knapp. Ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Gar nicht aus wie eine Schrotflinte. Was? Oh no. Ach du Scheiße, du kannst diesem Feind nichts anhaben. Are you kidding me? Und die Schnuss schießt weiter drauf. Was soll ich machen? Nee, ich trick's dich einfach aus. Falls ich's kann. Wie der aussieht. Oh. Kann ich mal kurz gucken, was das war? Okay, die SSD habe ich jetzt. Achso, ja. Antidote, Heilmittel bei Vergiftung. Ah, okay. Ja. Stimmt, der vergiftet ja der Typ. Bleibt das Spiel aber... Okay, das Spiel bleibt stehen. Wir können uns also dann... untersuchen, aber... Hä, wie kann ich das nutzen? Bin jetzt überhaupt? Aufzug, Schlüsselkarte? Oh Gott. Hey, was passiert mit dem Licht? Are you kidding me? The hell? Okay, der war ein bisschen... Ist das der? Ne, das ist ein anderer, oder? Nee, das ist der Utahraptor. Drei, dann mach er weg, okay. Ja, wenn sich das dann gut verteilt. Ah, hier ist es schon. Die blaue Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die blau ist. Die Farbe koordiniert eine Sperre. Was? Naja. Genau, man muss nicht auf diese Waffe umschalten, um Munition zu sparen und zuzahlen. Man kann dann auch mit der jeweiligen Waffe halt dann nochmal hier ausholen und draufhauen. Ist schon praktisch. Oh shit! Das Auge von dir sieht nicht gut aus. The hell? Oh Gott sei Dank. Wie kommt denn der jetzt? Macht er hier seinen Rundgang oder was? So, warte mal. Ich muss jetzt natürlich mal gucken.
Ach, jetzt sehe ich das. Hier muss ich hin. Moment mal, ich kann ja hier gar nicht zurück. Das Ding ist ja zugeschüttet. Nee, nee, nee. Na! Oh, so macht er das. Oh, du blödes Vieh, ey. Shit, shit, shit. Scheiße, ich kann nicht speichern. Hä? Und der Aufzug jetzt? Moment mal kurz. Gut, bisschen umständlich gedrückt. Hier ist doch das. Ja, der Aufzug ist doch hier. Das ist dann hier bei dem und hier rum. Achso. Ach, ich bin ja hier rausgekommen. Was? Papier. Umschalten. Jetzt habe ich wieder Licht, okay. Da kommt er schon. Oh, Gott sei Dank. Du wagst dich tief in Sierra und stößt auf eine unterirdische Pferdekoppel? Oh, du Stück Dreck, ich hab das nicht gesehen. Ach, come on. Okay, das scheint fast so, als hätte es so sein sollen. Ich habe die Geräusche gehört, drehe mich um und noch gucken, ob der irgendwo vorkommt. Und dann frisst mich der Dings. Oh. Naja. Sehr schön. Gut, Gamer und Ladies, das war Fossil Fuel 2, die Demo. Also, ich fand es auf jeden Fall ganz witzig. Ja, also, ich glaube, es stand noch nicht da, wann das Ding rauskommt. Ja, bald verfügbar. Also, die müssen natürlich schon noch ordentlich feilen. Grafisch natürlich. Geräusche müssen ein bisschen angepasst werden für die Effekte. So, die Szenerie ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Mit dem Schiff, mit der Insel oder mit der Forschungsanlage. Das ist natürlich so eine Mutanten-Variante hier zusammengemanscht wurde. Und dass es wie so eine Art Nemesis ist, den du wieder nicht killen kannst. Das finde ich natürlich immer ein bisschen blöd, weil das nervt natürlich, wenn dann die anderen Dinos kommen. Aber ja. Da gibt es dann bestimmt irgendwie eine Vorbereitung, die du machen musst mit einer Cutscene und dann wird er wahrscheinlich zerrissen oder irgendwie zerschossen und das wirkt dann richtig gut. Das könnte ich mir soweit vorstellen. Aber es hat schon mal gute Schockmomente.
Ja. Ja, so ein Wahrnehmer, so ein Radar wäre ganz gut. Ja, ein bisschen Schleichpassagen. Aber man hat ja gesehen, wo der dann kam, und es wurde dann wieder hektisch mit dem Hin und Her, und dann kam noch von irgendwoher, von unten, ein Raptor. Da ist es mit der Handhabung ein bisschen schwierig. Ja, hat man jetzt den Velociraptor, Utahraptor. Dann diese Mischform. Dann noch den Anglerfisch, die zwei. Dann noch dieses andere große Ding, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Mit diesem, ja, Zeiträtsel. Ja, es kommt ja dann irgendwann bald nochmal so ein anderes Dino-Game. Das geht halt so in die Richtung von Alien Isolation. Also, wenn es das ist, und dann in einem Gewand mit Dinos und der Natur. Dann wird es richtig gut. Ja, ansonsten natürlich ein großer Bonus. Dinos, ne? Das finden wir schon. Ja, wie gesagt, Erschrecker vom Sound war ganz gut. Am besten fand ich auf jeden Fall das erste, wo der durch den Ventilator dort geknallt ist. Das war schon ein Schock. Aber dann beim Umdrehen im Dunkeln und dann direkt angeleuchtet mit der Taschenlampe, also das war am heftigsten. Ansonsten, wenn die dann so kamen, ja, ich denke mal, das erste war so ein bisschen Vorstellung, dass man sieht, die kommen, zielen, so Zeitlupeneffekt, denn die anderen kamen dann sehr, sehr schnell. Ja. Das war dann schon ganz cool gemacht. Karte ist auch ganz gut gemacht. Schön hin und her manövrieren, reinzoomen, Symbole sind dann soweit klar. Geheimversteck in dem Sinne auch gefunden mit dem Speicherpunkt und der Waffe. Das kann man mit Sicherheit übersehen, wenn man da nicht rumgeht. Jupp, die lassen das innere Kind vor Freude Purzelbäume schlagen, ja. Ja, aber ich wünsche mir, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr lange ein Dino Crisis. Das wäre schon mal richtig cool. Da machen sie, wie gesagt, kein Remake oder Remaster oder wie es auch immer heißen mag. Es gab ja drei Dino Crisis Games. Das erste war richtig gut. Aber das zweite hat in allen Belangen von meiner Seite aus das Ganze getoppt. Wo ich gesagt habe, am ersten, na, da ist das noch und das wäre noch ganz cool. Na, solche Gedanken, und das haben sie alles im zweiten behoben, verbessert, hinzugefügt. Und das war auch alles viel geschmeidiger. Das war. Ach ja, das waren die guten Gamer-Zeiten. Vor allen Dingen, du konntest das Spiel direkt begehen, ohne irgendwelche störenden Faktoren. Das war schon wirklich grandios. Das können Sie fast heute als Indie-Pixel-Style benennen. Was richtig drin in der Story und mit den Figuren. Du hast das dann mit denen erlebt. Das war schon richtig cool. So einen Effekt haben die Spiele gar nicht mehr. Außer wenn die das natürlich nochmal neu auflegen. Aber Konami und so weiter hat ja eigentlich in letzter Zeit dann irgendwie mal gesagt, naja, das ist zu gering in dem Sinne. Das wollen wir da nicht machen. Aber es gibt so viele, wo ich immer mal wieder gelesen habe, ja, mach doch ein Dino Crisis, ein neues. Mit denen und denen. Das kam immer mal wieder durch, wenn irgendwas mit solchen Games war. Und die, nee, das machen wir nie. Ja. Es wären schon sehr, sehr viele, die das auf jeden Fall spielen würden, weil dann sind, wie gesagt, Dinosaurier und Forschung und irgendwas mit Zeit und so weiter, ne? So diese ganzen Sachen. Das wäre dann alles mit dabei.
Oh, die Atmosphäre und der Ton, die Stimmung, oh, ist grandios. Ja. Ah, es muss viel mehr mit Dinos geben. Naja. Ja, aber ansonsten. Das haben wir ja gesehen. Behandlung, Dokumente. Sonst war es soweit ganz scharf, konnte man ganz gut sehen. Aber das war wahrscheinlich von Unreal Engine nochmal so ein ja, leichtes Grundgerüst. Weil wie gesagt, die 5er-Version, die kann ja schon sehr, sehr viel darstellen. Da würde dann alles auch lebensechter dastehen. Ja, aber ansonsten schon genossen, habe mich gefreut, so mit Dinos. Gut, dass ich das entdeckt habe. Gedacht, heute wirfst du das mal mit rein als Thema, bevor wir dann wieder beim nächsten Mal eine neue Vollversion spielen. Müssen wir mal gucken. Von den neuen, ja. Ja. Ja, da macht das innere Kind wird auf jeden Fall Purzelbäume schlagen, definitiv. Naja. Gut, haben wir schon geschafft. Also, diesmal bin ich auch gut mit der Zeit hingekommen. Ja, also, ja, was geben denn da? Ja. Ja, ich gebe 4,5 von 5 Twitcher-Sternen wegen Dino-Bonus. Ah. Ich habe den aber gar nicht, sage ich jetzt mal, atmen hören, wo ich so vorbeigegangen bin. Naja. Gerade so bei Dinos, ne, diese Atemgeräusche, das Stampfen so ein bisschen. Hat er so diese Angriffe gehört mit der Tür oder mit den Holzkisten? Ja, aber da ist der Soundkulisse ganz wichtig. Gerade wenn das so im Dschungel ist, ne, du hast das Knacken oder das Auftreten, die Blätter gehen so vorbei. Das muss richtig, richtig gut gemacht werden. Da bist du dann auch akustisch richtig drin. Ja. Du hast es von gestern also geschafft. Das Unterwasser-Game, ja, das habe ich geschafft. Und am Ende hatte ich ja dann noch gesagt, ach, sie hatte den Helm abgenommen und geguckt, wo ich dann gesagt habe, ah, sie hat die Fähigkeit doch noch behalten, also es ist echt alles passiert. Dann habe ich aber nochmal gelesen, dass einer von der, also eine Theorie ist das, die hat ja gesagt, ja, sie will später nochmal in diese Fabrik, in diese Einrichtung zurückkehren. Aber ohne die Firma sozusagen, ja. Und da meinte der eine, ja, man sieht ja, wie die dann den Helm abnimmt und direkt uns anguckt. Und dass sie dann die Plätze mit uns getauscht hat. Und da dachte ich mir so, ja, das ist auch keine schlechte Idee, aber die Sache ist ja, man sieht ja nicht, wie die sich teleportiert in die andere Dimension. Ja. Da kannst du dir auch auf YouTube angucken, ja. Ist auch schon hochgeladen zum Gucken. Mit ein paar Extras noch am Ende, nur mal kurz zum Reingucken. Haha. Weil, wie gesagt, man hat den Effekt nicht gesehen, ne? Mit diesem Impuls, mit diesem Blitz. Dann hätte ich jetzt gesagt, okay, die hat die Plätze getauscht und bleibt dann noch in der Fabrik unten und schaut sich die Einrichtung komplett an und spricht vielleicht noch mit diesem Wesen, was wir entdeckt haben, was uns begleitet hat. Aber das ist ja nicht passiert. Darum dachte ich mir, na, das hält nicht so ganz deine Behauptung. Aber dass sie die Fähigkeit immer noch besitzt, das machen zu können mit dem Teleport, das hat sie ja bewiesen am Ende, wo sie den Helm abgenommen hat, mit dem immensen Unterwasserdruck im Wasser natürlich. Und dass ja, normal atmen, reden kann, also hat sie diese Macht noch behalten.
Das war praktisch dann der Beweis. Ja, sonst wäre sie dann tot gewesen. Ja, so rum. Ich bin ja relativ schnell eingeschlafen. Ja, das stimmt. Ja, aber ansonsten, probiert es auch mal gerne aus. Ja, wer ein Dino-Fan ist, der wird auch seinen Spaß und der Schrecke haben. Ich hätte natürlich gerne mal die andere Tür geöffnet. Oder ging die dann von der anderen Seite? Waren ja zwei Varianten mit Dietrich. Aber ich hätte dann auch nur einen. Vielleicht war das wieder so eine Entscheidung. Kommt dann später nochmal dahin. Naja, Abkürzungen sind schon was Feines. Ja. Gerne mal selber runterladen. Ich glaube um die 4 GB. Aber das war von der Zeit, von der Länge her mit allem. Richtig gut. Pistole. Ja, vom Schießen ging. Nachladen. Dann, dass man alternativ noch zuhauen kann mit den Kisten für Unterstützung. Auch gut. Boah. Ansonsten. Ja, ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit zu machen. Es sei denn, es ist dann so bedacht, dass es so sein soll. Dann. Nur noch Feinschliff. Aber gerade auch wegen der Engine. Naja, muss man mal sehen, was der Entwickler oder das Team da so macht noch. Gut, Game of Thrones, das war's jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und dabei sein. Tickets sind abgestempelt. Egas, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Angenehme Nachtruhe. Und ja, das war Fossil Fuel 2. Die Demo hat auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung nach vorn gemacht. Zu Teil 1, ja, so wie es eigentlich sein sollte, dass man daran wächst und besser wird. Jawohl. Und ja, dann guckt euch gerne mal spätere Zeit auf der Tube bei mir auf dem Kanal an. Klickt mal auf die Verlinkung. Ja, denn dann habt ihr gleich ein Abo abgeschlossen. Super Sache. Gratis natürlich, ne? So, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit was anderem. Schauen wir mal. Dass wir dann starten. Was können wir da eigentlich starten? Ja. Das oder das oder das. Naja, sind dann noch 6 übrig. Gut. Freue mich drauf. So, jetzt aber Sense. Vielen Dank, macht's gut. Kommt schön durch die Nacht. Und bis zum nächsten Mal mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Bis dahin. Und